Liebe Eltern, liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher. Mein Name ist Christoph Ecker, ich bin der Lagerleiter vom Musiklager Kisi und darf Sie heute im Namen von der Lagerleitung und von allen Teilnehmenden herzlich zu unserem Abschlusskonzert hier in der Raiffeisen Arena begrüßen. Es freut uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Einen speziellen Gruß richte ich an Alois Kiesling. Er ist der Gründer und langjährig Lagerleiter vom Musiklager Kisi. Er hat uns am Mittwoch zusammen mit seiner Frau, der Irene, auf dem Hasliberg besucht. Das hat uns riesig gefreut und schön seid ihr auch heute zu Abend hier bei uns. Sie habe ich auch ganz viele ehemalige Teilnehmende und Leitende vom Musiklager Kisi. Stellvertretend möchte ich an einem Gründungsmitglied, an Urs Achermann, ihn auch recht herzlich willkommen heißen und natürlich alle anderen Leitenden und Teilnehmenden von der letzten Lager ebenso. Es freut uns sehr, dass der Gemeindepräsident von Hegendorf, der Andreas Heller, heute zu oben da ist. Und auch von der Musikverband ist Marco Nussbaumer, Vorstandsmitglieder und Musikkommissionspräsident vom Solothurnischen Blasmusikverband da. Weiter sind hier der Stefan Frey, er ist Musikschulleiter von der Musikschule Untergäu und Wangen bei Olten und der René Erne, Musikschulleiter von Rotrist. Ebenfalls einen speziellen Gruß richten wir an Roger Stöckli von Edemannsdorf, der heute unser Abschlusskonzert auf Video aufnimmt. Wer also das Konzert dann noch ein zweites Mal geniessen will, oder wer vielleicht heute nicht da sein kann und es auch noch daheim schauen will, hat die Möglichkeit, das bereits in ein paar Tagen auf unserer Webseite musiklager-kisi.ch noch einmal zu schauen. Wer mehr zum Roger Stöckli erfahren will, er hat eine Webseite, wo er unter anderem seine Dienstleistungen rund um Film- und Videoproduktionen vorstellt. Besucht also auch rsfilm.ch. Roger, herzlichen Dank dir. Eröffnet hat das heutige Konzert unsere Lagerband unter der Leitung von Oliver Waldmann mit dem Pappsteinmarsch. Im diesjährigen Lager haben wir nebst viel Bewährtem, aber auch einiges Neues kennengelernt. So zum Beispiel eine komplett neue Küchencrew, die wir euch später noch vorstellen werden. Ich darf aber jetzt schon sagen, sie haben ihre Sache wirklich super gemacht. Und natürlich haben wir eine neue Lagerumgebung gehabt. Weil das Lagerhaus zu Zweisimmen zum Verkauf ausgeschrieben ist, haben wir das erste Mal in der Lagergeschichte das Lager nicht im Simmental, sondern im Haslital, respektive auf dem Hasliberg, durchführen. Und das Lagerhaus Selavi war ein Glücksfall. Wir haben es dort wirklich super gehabt und haben uns in kurzer Zeit sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben aber auch an Bewährtem festgehalten, nämlich an unseren vier Musikformationen. So haben die Jüngsten in der Beginnerband beim Andreas Moser, die Älteren in der Konzertband beim Oliver Waldmann, unsere Schlagzeuger zusätzlich im Perkussionsensemble mit dem Fabian Gabertiel und alle Teilnehmenden und Leiter zusammen, das sagt er hier, in der Lagerband, die jetzt gerade musiziert hat. Und wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr Noten, die ihr von diesen Stücken, die ihr heute Abend hört, erst letzten Samstag an den Teilnehmenden verteilt. Das ganze Programm ist also innerhalb von 7 Tagen eingestudiert worden. Wenn man bedenkt, dass unsere Jungs und Mädels ein Durchschnittsalter von etwas mehr als 13,5 Jahren haben, ist das sogar für uns Leiter, die das immer jemand sagt, eine wahnsinnige Leistung, die hier erbracht haben diese Woche. Überzeugt euch gerade selber am heutigen Abend von dieser wirklich Meisterleistung. Es geht nämlich gerade weiter mit Musik. Die gehören nochmal unsere Lagerband. Das Mal stehen wir unter der Leitung von Andreas Moser, bevor es dann mit der Beginnerband weitergeht. Beginnerband hat dieses Jahr eine Rekordbeteiligung gehabt.
was uns natürlich besonders freut. Es sind sage und schreibe 30 junge Musikantinnen und Musikanten, die ihr nachher in der Beginnerband werdet sehen und hören. Ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen mit Hobbits und Dance, Dance and Him von Johann de May und auch einen weiteren Vortrag von unserem Abschlusskonzert. Thank you.
Guten Abend, wir sind die Beginnerband und ich hoffe, euch hat das Stück gefallen. Das war Junior Rock. Es ist geschrieben worden von Roland Kerner. Und es waren zwei Kinder mit vielen Ideen im Kopf. Das nächste Lied ist ein Tango Surprise. Surprise heisst übersetzt Überraschung. Dieser Überraschung dankt man einem unzufriedenen Trompeter. Er spielt manchmal wie mehr in Pause. Er aber aus Verzierung. Er stellt auch sonst noch Sachen an. Die Kollegen sind verärgert und haben ihm die Trompete weggenommen und haben ihm stattdessen eine Kuckuckspfeife gegeben. Aber auch mit der spielt er die ganze Zeit die Pause. Sie werden es hören. Viel Spass beim Zuhören. Thank you.
Stück, das wir gerade gespielt haben, heisst Can You Feel the Love Tonight? Auf Deutsch übersetzt heisst das Kannst du die Liebe dieser Nacht spüren? Das Lied kommt von The Lion King. Vielleicht kennt ihr den Film, aber der Arik erzählt euch trotzdem noch ein paar Details dazu. Im Film geht es um einen jungen Löwe, der ein spannendes Leben vor sich hat. Er hat eine Cousine namens Nala. Doch es gibt auch noch Hyänen, die den Simba, den kleinen Löwe, in Gefahr bringen wollen. Der König der Hyänen ist der böse Onkel von Simba, der Scar. Ich selber habe den Film noch nicht oft gesehen, aber ich finde ihn trotzdem spannend, zum Beispiel die Szene, als der Scar den Simba in die Hyänenhorte reingelockt hat und nachher Mufasa seinen Vater nicht retten wollte. Als nächstes spielen wir Obladi Oblada. Das Lied ist arrangiert von Thomas Wies. Viel Vergnügen beim Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, spielen wir noch eine Zugabe. Wir danken Ihnen für diesen wunderbaren Applaus. Für das spielen wir eine Zugabe, den Coconut Song. Er ist 1991 gegründet worden von Sunkei. Der Coconut Song erzählt von Arbeitern auf einer Karibikinsel, wobei Kokosnüsse aufeinander schlagen. Dabei singen sie ein heiteres, leichtes Lied. Viel Vergnügen beim Zuhören. Thank you.
Das Lied, das ihr gerade gehört habt, war «Festival Day» von Mario Bürki. In der Konzertband sind wir 50 Musikantinnen und Musikanten, die mit viel Freude und Spass musizieren. Alle, die hier in der Konzertband sind, sind etwas älter als die aus der Beginnerband. In dieser Woche haben wir jeden Tag etwa 4 Stunden Konzertbandprobe gehabt. Und insgesamt mit der Lagerbandprobe waren das etwa 6-7 Stunden jeden Tag gewesen. Meistens waren das Registerproben. In denen konnten wir alle Töne anschreiben und alles, was unklar war, besprechen und üben. Bei dem schönen Wetter, das wir in dieser Woche hatten, konnten wir natürlich auch draussen proben. Wir haben 2er- oder 3er-Grüppli gemacht und alle sind noch immer her, was ihnen gefallen hat. So konnten alle ihre Noten super lernen. Am ersten Tag, wo wir die Noten bekommen haben, war natürlich noch alles ein bisschen unklar vom Spielen und so. Aber schon etwa in der Hälfte der Woche haben alle schon gewusst, wie und was wo spielen. Am Ende der Lagerwoche haben wir eigentlich grösstenteils nur Gesamtproben von der Konzertbeginner und natürlich von der Lagerband gehabt. Das nächste Lied, das wir werden spielen, ist «I Do Anything for Love», geschrieben von Jim Steinmann. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören.
Natürlich haben wir wie jedes Lager auch einen musikfreien Tag gehabt. Das Mal haben wir am Dienstagmorgen eine sehr anstrengende Wanderung sogar gehabt. Am Anfang war es noch sehr gemütlich, doch plötzlich haben wir gemerkt, es ist hure steil aufgegangen. Aber dafür hat man ab und zu eine tolle Aussicht gehabt. Und belohnt worden sind wir durch ein Fußballturnier, wo aber die Leiter nach 2 Jahren wieder gewonnen haben. Trotzdem haben sie dann noch in einem Spiel verloren. Insgesamt sind dort 68 Tore geschossen worden mit Penaltys. Beim Morgensport haben wir jetzt Bau, die in Meiringen sind, und die Anzahl ist bis heute unbekannt. Dafür haben wir im Wald einen Ball gefunden, der aber nicht von uns ist, wahrscheinlich von einem Lager vor uns oder 2 von uns sogar. Und etwas anderes noch, dieses Jahr ist mal kein Fenster kaputt gegangen. Und ein paar Teilnehmer sind lustigerweise immer wieder nach dem Morgen, zum Mittag und zur Nacht auf der Treppe gehockt. Und dann sind auch ein paar Finken geflogen. Und die sind im Petsack ein Stockwerk weiter unten gelandet. Am Spiel oben am Dienstag haben wir eigentlich dürfen machen, was wir wollen. Also Spiele spielen. Außer am Handy sein, das war tabu. Und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, im SAW zu Werwölfeln mit ca. 30 Personen, wie ich gehört habe. Als nächstes spielen wir den Glacier-Express. Den Glacier-Express. Er beschreibt den musikalischen Weg von der berühmten Schweizer Gebirgsbahn, welche St. Moritz mit Zermatt verbindet. Übrigens, nach diesem Stück gibt es eine Pause, ca. 20 Minuten, in der Sie sich durch das im Gang von unserem Kochenteam verpflegen lassen. Viel Spass mit dem Glacier-Express. Thank you.
Wir spielen euch jetzt ein Perkussionsstück mit Tisch, Becher und Löffel vor, namens Tischlein Duck dich. Viel Spaß beim Zuhören. Thank you.
Konzertband hat euch im zweiten Konzertteil mit dem Stück Sinfonie Suite vom Star Trek eröffnet. Liebes Publikum und Musiklager Kisi-Fans, wie ihr gehört habt, haben wir dieses Jahr das erste Mal das Musiklager Kisi auf dem Hasliberg durchgeführt. Durch die neue Situation haben wir mit ca. 8'000 Franken mehr Kosten müssen rechnen. Am ganzen Leiterteam ist es aber ein grosses Anliegen, dass wir trotz dieser Mehrkosten den Teilnehmerbeitrag nicht enorm haben müssen erhöhen. So haben wir den um nur 60 Franken erhöht, damit immer noch viele Jugendliche im Lager teilnehmen können. Es freut uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder auf viele Firmen und Privatsponsoren zählen dürfen. Wir sind dankbar, dass das Musiklager Kisi so positiv wahrgenommen und unterstützt wird. Wir sagen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an folgende Sponsoren und wir bitten am Ende um einen grossen Applaus. Unsere T-Shirt-Sponsoren, der Firma Gebrüder Nick von Kappu und der Studerholzbau von Hegendorf. Am Sponsor von der Konzertliteratur, der Musikgesellschaft Concordia Oberbuchseite. Unsere Co-Sponsoren, der Brassband Kappu, der Musikgesellschaft Hegendorf-Rickenbach, der Musikgesellschaft Frohsinn-Neuendorf, der Musikgesellschaft Herchingen, der Musikgesellschaft Gunzge am Musikverein Rotrist, der Impress Spiegel AG von Egerkingen, der Murbach Musik AG von Egerkingen, der Peter Hauser GmbH von Gunzge, Oetiker und Partner AG von Olten, der Areg.ch AG von Hegendorf, am Gasthof Teufelsschlucht von Hegendorf, der Häusler Nest AG von Grenchen, der Franken Stiftung von Arbig, der Migro Support Gültüch, da danken wir allen, die Vereinsbon für uns gesammelt haben. Weiter danken wir den kantonalen und den nationalen Organisationen, das ist Amt für Kultur und Sport von Solothurn, der Jugend und Musik. Weiter sagen wir Danke den vielen Gönnern, die uns mit kleineren und grösseren Beiträgen finanziell und materiell unterstützen. Danke sagen wir allen, die in der Vorbereitung heute in der Festwirtschaft und anschliessend beim Abbau werden helfen. Der Einwohnergemeinde Hegendorf, am Gemeindepräsident Andreas Heller für die kostenlose Nutzung von der Raiffeisen Arena für das Konzert heute Abend. Ein herzliches Dankeschön an euch allen und das ist euer Applaus. Merci. Ich darf an dieser Stelle noch erwähnen, dass wir nach dem Konzert beim Ausgang gerne noch einen Batzen entgegennehmen. Das geht mit Twint oder in Bar. Auch dafür ein ganzes herzliches Merci. Jetzt geht es aber weiter mit Musik und zwar mit Piratenmusik aus der Karibik. Viel Spass! Thank you.
Dieses Jahr sind wir leider nicht mehr zu zwei Zimmer gsi, sondern auf dem Hasliberg in einem Lagerhaus, das man mieten kann. In diesem neuen Lagerhaus sind die Leiter, Dirigenten und ein paar Jungs im dritten Stock. Im zweiten Stock sind die Mädchen und ein paar Leiterinnen. Und im ersten Stock sind noch andere Jungs ohne Leiter. Im Erdgeschoss ist der Esssaal, die Küche und der Spielraum. Besonders unten ist das Probelokal der Beginnerband, Registerräume und ein paar Duschen und WCs. Alle Registerräume sind natürlich nicht mehr die gleichen. Wir haben noch ein paar Neuzugänge bekommen. Eine Querflöte, eine Klarinette, ein Waldhorn, eine Posaune, 6 Cornets und Trompeten. 5 davon sind in die Beginnerband gekommen und eine davon ist in Konzert gekommen. Und noch ein Euphonium. Das ganze Küchenteam ist auch noch neu. Und leider war das Jahr eine grosse Umstellung für uns, dass es Fondue Chinoise nicht mehr gab. Und für eine Gup hat es leider das berühmte Erdbeergeschlüder auch nicht mehr gehabt. Das nächste Stück, das wir werden spielen, heisst The Beatles, 1964. Das Stück besteht aus 3 Teilen. I want to hold your hand. And I love her. Twist and shout. Viel Spaß! Thank you.
Ja, liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, ich kann euch versichern, wir haben auch ohne Fond de Chinoise eine super Lagerwoche gehabt. Wir haben auch in der Lagerschlussbesprechung noch über das neue Lagerhaus geredet und ich glaube, das Feedback war wirklich sehr, sehr gut gewesen. Wir bereuen den Wechsel überhaupt nicht. Ja, mit der Vorbereitung und während der Lagerwoche auf ein bewährtes und langjähriges Leiterteam dürfen verlassen. Ich möchte euch kurz den Registerleiter von diesem Lager vorstellen und mich bei Ihnen für einen unentgeltlichen Einsatz herzlich bedanken. Wie jedes Jahr verzichten wir auf gegenseitige Geschenke, weil wir den Teilnehmerbeitrag und Sponsorengelder vollumfänglich für einen Lagerbetrieb einsetzen wollen. Ich fange mit der Registerleiter für Holzblasinstrumente an. Das ist Jasmin Lack. Sie war ehemalige Teilnehmerin dieses Jahr, das erste Mal im Leiterteam gewesen. Dann, sie hat das Querflötenregister geleitet, dann der Michael Röteli für Klarinett und die Ursula Hofer für Saxophon. Sie ist bereits zum 15. Mal dabei gewesen. Steht doch geschwind auf. Unsere Registerleiter für Blechblasinstrumente waren für Trompeten und Kornetten Miguel Stauder und der Jan Büttiker. Der Jan feiert das Jahr das 10. Kisilager. Für Posaune Lisa Lack, sie feiert bereits die 15. Lagerteilnahme. Für Euphonium Bariton der Peter Wies und für Tuba und Parisax der Lukas Bossert. Speziell erwähnen möchte ich dieses Jahr unsere Registerleiterin für Esshorn und Waldhorn. Das ist Anita Lack. Sie ist auch unsere gute Seele für alle Bobos. Und dieses Jahr hat sie insbesondere am Montag und am Dienstag sehr viel zu tun gehabt. Nachdem wir in den letzten 4 Jahren keinen einzigen Krankheitsfall hatten, ist dieses Jahr in einem Zimmer gerade mehreren Teilnehmern schlecht geworden. Anita hat sich aber fürsorglich um alle gekümmert und sichergestellt, dass nicht noch weitere angesteckt werden. Heute oben sind alle fit und zu Weg. Und das verdanken wir sicher auch der Anita. Danke vielmals, Anita. Fehlen noch unsere Registerleiter für Perkussion. Das ist der Dominik Weiss, auch er feiert das 15-Jahre-Jubiläum, und der Cyril Marbet. Wenn man den ganzen Tag Musik macht, hat man auch riesen Hunger. Unsere neue Küchencrew hat in jeder Hinsicht gut zu uns geschaut. Aber bereits im Vorfeld hat es sehr viel zu machen gegeben. Vom Lagerhaus und Küche besichtigen über Menüpläne stellen bis zum Einkaufen und Zusammensammeln von Materialspenden. Natürlich der Organisation vom Transport, alles auf den Hasliberg rauf. Aber auch in der Lagerwoche waren die Tage lang. Der ganze Aufwand hat sich aber gelohnt. Wir haben super gegessen. Ich möchte im Namen von allen Teilnehmenden und dem Leitungsteam, unserer Küchencrew, ganz herzlich für alles danken. Sie sind auch heute oben in der Festwirtschaft wieder im Einsatz. Zeigt euch aber doch bitte geschwind. Es sind das der Heinz und Isabel Kiesling, der Dominik Vonax und Esther Kohli. Das ist euch ein verdienter Applaus. Oh!
Ganz grossen und wichtigen Job in der Lagerleitung haben unsere zwei Nicoles. Nicole Kiesling ist für unsere Finanzen verantwortlich und hat im Lager geschaut, dass das Lagerhaus immer schön sauber ist. Nicole Waldmann ist verantwortlich für das Sponsoring und Registerleiterin für Klarinett. Als stellvertretende Lagerleiterin hat sie mir im Vorfeld sehr viele Sachen abgenommen. Danke vielmals euch beiden. Kommen wir zu der wichtigsten Person in einem Musiklager, nämlich zu euren Dirigenten. Dürft ihr euch geschwind führen, bitte? Wir haben das grosse Glück, mit dem Oliver Waldmann, dem Andreas Moser und dem Fabian Gabertiel, drei Top-Dirigenten und Musiklehrer, dürfen im Leiterteam zu haben. Alle drei haben als Musiklehrer grosse Erfahrung im Umgang mit jungen Musikantinnen und Musikanten. Zudem dürfen wir seit Jahren die musikalische Verantwortung vom Lager voll und ganz in ihre Hände geben. Sie wissen darum ganz genau, was es wann braucht, um das ganze Konzertprogramm in einer Woche einzustudieren. Wir sind einfach froh und dankbar, haben wir mit dem Oliver, mit dem Andreas und dem Fabian drei Dirigenten, die fachlich und menschlich einfach top sind. Oliver, Andreas, Fabian, ich danke euch im Namen von allen Teilnehmenden und vom Leitungsteam ganz herzlich für euren grossen Einsatz. Das ist euer Applaus. Mir ist ein grosses Bedürfnis, euch Teilnehmenden ein ganz grosses Merci auszurichten. Wir hatten es super auf dem Hasliberg. Ihr habt jeder Probe konzentriert und diszipliniert mitgemacht. Auch wenn wir an strengen Tagen bis zu 7 Stunden Musik gemacht haben, habt ihr immer das Beste gegeben. Für mich ist jedes Jahr wieder erstaunlich, was ihr in einer Woche für Höchstleistungen herbringt. Aber nicht nur musikalisch, sondern auch kameradschaftlich hat er Grosses geleistet. Wie ihr zueinander geschaut habt, verdient einfach nur grössten Respekt. Wir möchten euch ganz, ganz herzlich für euren Einsatz im Lager und am Abschlusskonzert danken. Wir sind stolz auf euch und hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr wieder dabei seid. Wie gesagt, gibt es nächstes Jahr wieder ein Lager, selbstverständlich. Und das findet wieder in der ersten Herbstferienwoche statt, nämlich vom 28. September bis am 4. Oktober. Ziemlich genau vor einem Jahr habe ich meine Kolleginnen und Kollegen vom Leitungsteam informiert, dass ich die Lagerleitung nach dem heutigen Lager in neue Hände übergeben möchte. Ich bin extrem froh, dass wir innerhalb des Leitungsteams eine super Nachfolgelösung gefunden haben. Neuer Lagerleiter und Präsident vom Verein Musiklager Kisi wird der Mige Stauder. Stellvertretende Lagerleiterin bleibt weiterhin Nicole Waldmann. Extrem freut mich auch, dass das ganze Kernleiterteam, das heisst der Vereinsvorstand, weitermacht. So ist sichergestellt, dass die erfolgreiche Geschichte vom Kisi-Lager weitergeschrieben wird. Mige und Nicole, steht doch geschwind auf. Mige, ich danke dir, dass du dir bereit erklärt hast, das Amt als Lagerleiter zu übernehmen. Der Nicole, danke, dass sie weiterhin als stellvertretende Lagerleiterin wird am Mige neu zur Seite stehen. Ich wünsche euch viel Freude bei eurer Aufgabe und viele, viele weitere tolle Kisi-Lager. Nach dem heutigen Konzert gönnen wir euch zuerst ein bisschen Ruhe und Erholung.
Aber aus eigener Erfahrung weiss ich, dass es bald weitergeht mit den ersten Vorbereitungsarbeiten für das nächste Lager. Darum geben wir euch einen grossen Applaus mit auf den Weg und freuen uns jetzt schon auf das nächste Lager und Abschlusskonzert im 24. Es ist mir ein Anliegen, meinen langjährigen Kolleginnen und Kollegen vom Leitungsteam herzlich für eure grosse Unterstützung zu danken, die ich alle Jahre erfahren habe. Ohne euch hätte ich das nicht so lange machen können. Wir haben zusammen viel erlebt, sei es musikalisch, aber auch kameradschaftlich, bei einem Schlummerbecher vor dem ins Bett gehen. Ich werde noch lang an die schönen Momente zurückdenken und freue mich, den Weg vom Kisilager aus anderer Perspektive dürfen zu verfolgen. Darum passt auch der Titel vom nächsten Stück bestens. Die Lagerband spielt uns nämlich «Bis bald, auf Wiedersehen», dirigiert von Andreas Moser. Es bleibt mir Ihnen noch, liebe Eltern, für euch das Vertrauen zu danken. Wir achten es nicht als selbstverständlich, dass ihr euer Kind für eine Woche anvertraut. Euch, liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, danken wir herzlich für euer Erscheinen. Es ist super, vor einem so einem grossen Publikum dürfen, Musik zu machen. Adieu miteinander und bis bald. Auf Wiedersehen mit dem Musiklager Kisi. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade auf eine Ranzen bekomme, aber er hat mir schon weit voraus angedroht. Du weißt, dass ich es nicht gerne habe. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht vergesse ich es ja dann bis zum Musiklager-Abschlusskonzert. Es ist, ich weiss, du hast das nicht gerne, dass wir das jetzt in die Länge ziehen, ein bisschen. Du weißt, du hast gerne King im Fokus, aber diesen Moment, den wollen wir feiern. Und bevor ich jetzt etwas dazu sage, möchte ich zuerst ein paar anderes dir etwas sagen, nämlich unseren Lagergründer, Alois Kiesling. Liebe Lagerteilnehmer, zuerst einmal ein grosses Kompliment für das Konzert. Das ist absolut genial, was ihr gemacht habt. Und auch ein Kompliment an die Dirigenten. Ich glaube, ich bin der, der am besten weiss, was es braucht, um so etwas zu erreichen. Jetzt werde ich aber noch etwas loswerden. Mir ist in meiner Karriere sechsmal passiert, als für mich und meine Frau jemand ein Konzert gegeben hat. Wir sind am Mittwoch auf den Hasliberg rauf, sind vor uns gegangen, haben ein bisschen geredet. Plötzlich ist ein Kleines rausgekommen. Steh mal auf. Wie heisst du? Wie? Marlene. Sie hat gesagt, sie hat ein Konzert eingestudiert für meine Frau und für mich. Ob wir rein würden hören würden. Und siehe da, der Dirigent Oliver war auch dort. Die haben weiss gehört, der Dirigent ist reingelaufen. Sie sind aufgestanden, haben für uns ein Stück gespielt. Das war so herzig. Danke vielmals. Jetzt zu dir, Christoph. 1992 war das erste Lager. Ist er als Kleiner. Lagerteilnehmer, auch dabei gsi. Er ist nicht aufgefallen, er war immer ganz brav gsi. Er ist immer so ein bisschen zwischen ihnen. Könnte man es glauben oder nicht, das ist ja der gleich. Dann habe ich gleich mal gemerkt, dass er noch andere Fähigkeiten hat. Wir haben zusammen die Spielprüfung geschafft. Er ist Militärtrompeter geworden, hat das KV gemacht. Und ich war so ein kleiner Anfänger gesehen im Computer. Ich hatte riesige Probleme mit Tabellen schreiben. Und er hat hier seinen Computer mitgenommen. Da hat er das gehabt. Und hat mir sehr viel Arbeit weggenommen. Wir haben hier angefangen zu diskutieren.
wie das Lager weitergehen soll. Er hat natürlich ganz neue Ideen gehabt. Das ist normal, wenn junge Leute kommen. Und einmal haben wir eine ganze Nacht, könnt ihr es glauben oder nicht, diskutiert, wie es weitergehen soll. Am Morgen, ins Bett sind wir nicht, gell, glaube ich. Am Morgen waren wir die Ärmsten in der Probe. In der Pause kam ein Schüler zu mir und hat gesagt, Herr Kiesling, geht es euch nicht so gut? Habe ich gesagt, nein, ich glaube, der Anken war nicht so gut am Morgen. Also, Spass beiseite, Kregel. Ja, ihm vor 20 Jahren das Lager übergeben. Organisatorisch alles. Er hat Lagerleiter gemacht und hat das absolut super genial gemacht. Also, besser als ich. Er hat eben auch neue Ideen gehabt und neue Techniken. Kregel, ich möchte von mir aus dir herzlich danken für deine Arbeit. Das ist absolut super, wie du das gemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und euch viel Glück am Anfang. Merci vielmals. Dankeschön, Alois. Er hat gesagt, der Kregel hat alle Musiklager besucht, die es bis jetzt gegeben hat. 5 als Teilnehmer, total 27 als Leiter und davon 20 als Lagerleiter. Also er hat heute noch sein Jubiläum und er als 20-jähriger Lagerleiter darf feiern. Beim Wechsel dann zum Verein Musiklager Kisi hat er dann als Präsident geamtet in unserem Verein. Dort dabei, die Mitglieder sind immer die amtierenden Lagerleiter und Registerleiter, die dort dabei sind. Wir haben uns immer können auf eine top vorbereitete Geschichte verlassen. Klassiker, wir konnten einfach an die Sitzung gehen, wir haben alles bekommen, die Mäppchen schon fix fertig angeschrieben, alles. Wir mussten eigentlich auch nie etwas denken. Unzählige Stunden hat der Kregel unter einem Jahr investieren und hat geschaut, dass wir eine super tolle Woche erleben können. Er hat alles gedacht. Er hat sogar daran gedacht, noch irgendein Schräubchen mitzunehmen, das wir irgendwo noch einmal montieren müssen. Er hat daran gedacht, an Klebrollen, einfach alles Zeug, das wir gar nicht daran gedacht haben. Der Krieg war einfach immer parat. Und nicht zuletzt ist er einfach ein toller Kamerad von uns allen. Jetzt ist der Moment hier, Krieg. Ich hoffe, ich schaffe es noch. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken, was du für uns in all diesen Jahren gemacht hast, im Namen von Alois. Und aus Grund dessen ernennen wir dich jetzt zum Ehrenpräsident vom Musikverein, vom Musiklager Kisi. Du hast das verdient. Danke vielmals. Und bevor der grosse Sturm ausbricht, haben wir dir noch ein Präsent, das du darfst aufhängen daheim. Wir haben, du weißt, einen Fasnächtler, einen Helge gemacht. Mit dem Musikhaus im Hintergrund. Du bist drauf und natürlich das Musiklager Kisimanöckeli, wo hoffentlich daheim einen schönen Platz wird finden. Wir gratulieren dir zum Ehrenpräsident vom Musiklager Kisi. Danke vielmals, Christoph Wecker.
Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage.